eine weitere Runde Mechabellum. Und es geht direkt los. Wir steigen ein ins Geschehen. Oh, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was der für ein Ranking hat. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Es wird ja ungefähr ähnlich sein wie meins. Plus, minus. Was haben wir denn für Starter? Ich nehme jetzt mal die hier. Keine Ahnung, wie die Tarantel ist. Was will ich denn noch haben? Was hat denn der Gegner? Stormcaller. Crawler. Ja, dann hole ich auch Crawler. Und wie mache ich jetzt die? Ich denke mal hier. So. Die dann innen davon. Ich habe keine Ahnung, was ist denn die Empfehlung? Alles rechts. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich lasse die sich hier aufteilen. Ja gut, wer weiß, ob die am Ende sich dann wirklich so aufteilen. Ich mache das mal so. Und die hier in der Mitte hinten. Okay, gucken wir mal. Das wird, glaube ich, nichts. Was hat der Gegner denn für eine Fähigkeit? 50 Supplies jede Runde. Ich guck mal, wie die sich schlagen. Also gegen das kleine Vieh machen die ziemlich weg. Ja, aber die sind halt langsam und dann kommt die Stormcaller. Naja. Man muss ja mal ausprobieren, wenn es was gibt, was man noch nicht kennt. So. Oh. Ich glaube, ich nehme die Sledgehammer. Das sind jetzt zwar wahrscheinlich ziemlich teuer. Ja, aber ob das so gut war, schauen wir mal. Ich lasse die jetzt einfach mal hier in der Mitte fahren. Oder hier. So. Nein, ich habe noch 100. Shit. Die könnte ich noch setzen hier, den Schild. Nee, doch nicht. Kann ich nicht wieder zurück irgendwie? Jetzt habe ich es schon beendet. Kann ich hier noch das Zeug kaufen? Nee. Mist. Fail. Oh, er hat hinten Wespen. Aber ich habe hinten Fangs. Mal gucken, ob das ausreicht. Nein. Okay. Kann der? Nee, der macht nur Boden. Okay. Das ist alles nichts. Was mache ich jetzt gegen die? Geist vielleicht? Overlord würde natürlich auch gehen, hä? Huh? Mache ich mal das? Brauche ich auch. Ne, brauche ich nicht. Okay. Mache ich hier. So. Er macht bestimmt Jump Drive.
Ich mach die mal nicht zu weit nach hinten. Ach, und ich habe einen Typhoon. Einen kostenlosen. Tja, mein Freund. Das ist aber gegen die Stormcaller nicht das Wahre. Wie mache ich das? Hol ich noch einen Geist dazu? Nee. Schon wieder die Overlords, ne? Aber es funktioniert halt. Ja, Jump Drive, habe ich mir doch gedacht. Okay, jetzt kommen sie alle auf der Seite. Aber die Typhoon sind da. Kein Problem. Er hat jetzt eine Fortress, die wird bestimmt Anti-Air machen in der nächsten Runde. Würde ich mal vermuten. Sniper hat er auch. Die Stormcaller auf Stufe 2, zwei Stück. Okay, also Mutterschiff wäre gut. Aber für die zwei Sniper brauchen wir es, glaube ich, noch nicht unbedingt. Was mache ich denn gegen die Fortress? Melting Point. Hm? Ich kann die beiden auch upgraden. Bombe. Photonenmantel. Ich glaube, ich mache das hier, dass Giant Units weniger kosten. Und hole ich hier den Melting Point? Ist zu teuer wieder, ne? Ich glaube, ich hole erstmal hier ein. Das ist, weil ich jede Runde die Dinger hole zum Upgraden. Naja, ist es halt so. Ein paar mehr Crawler vielleicht. Die hier noch in der Mitte sind. Und hier. Keine Ahnung. Oh, er hat jetzt die Anti-Flug Sniper sich entschieden zu nehmen. Also kann ich eigentlich Mutterschiff machen und die Wespen holen. Okay, die Runde war schon mal nix, glaube ich. Melting Point gegen Fortress wäre immer noch gut, aber brauche ich vielleicht gar nicht. Schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Okay. Das hier ist halt sehr, sehr stark. Das auch. Ich glaube, ich nehme das. Und wir machen hier einen super starken Overlord. Der hat jetzt mehr Angriff, mehr Verteidigung. Und seine Upgrades kosten nichts mehr. Dann mache ich hier Mutterschiff. Wir holen ein paar Wespen. Setze ich hier vorne dran. Und hier. So. Okay.
50 habe ich noch. Ich glaube, das ist eine kritische Runde. Ich hole mehr Geld. Und hier nochmal. Den upgrade ich und ich hole hier eine Rakete. So. Noch ein Fortress. Und jetzt hat er auch Flugabwehr. Na prima. Die Wespen gehen schnell down. Aber es kommen neue nach. Gucken wir mal, ob das für die Sniper und die Fortress reicht. Die Fortress, die macht halt viel auf einmal platt. Da hilft das Kleinvieh nicht so. Ja. Shit. Was macht man da? Ich könnte die alle umpositionieren, dass sie jetzt hier rechts stehen. Oder so. Und ihn damit vielleicht überraschen. Ah, ich glaube, das mache ich. Angriff von allen Einheiten erhöhen. Ja, das mache ich auch. Was kostet das? 500. Das ist alles, was ich habe. Verändert es wirklich groß was an der Situation? Es wird halt mehr hier angreifen, ne? Komm, ich mach das jetzt einfach. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie anders machen sollen, vorher schon, aber ist jetzt halt so. Und die greifen jetzt alle hier an. So. Ist es besser, wenn ich weiter weggehe wahrscheinlich. Weil es dauert ein bisschen, bis sie dort erscheinen. Und ich hole mir auf jeden Fall nochmal Geld irgendwie. Irgendwas muss ich noch hinzufügen. Hier den Schild wäre gut, aber das geht leider nicht. Sledgehammer Level 3 war auch ein Fehler. Die sind so teuer geworden dadurch. Irgendein Kleinkram wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nochmal ein paar. Nee. Oh, das war wahrscheinlich dumm, aber. Ich wollte eigentlich die Crawler holen, aber naja. Egal. Schauen wir mal. Oh, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Wenn er hier jetzt alles aufstellt, gehe ich auf die andere Seite. Aber vielleicht bringt es auch nichts. Also hier, das ist jetzt kaputt gegangen. Alles sind geschockt von dem Gegner. Aber mal gucken. Das dauert ja nicht so lange. Jetzt sind sie schon wieder normal. Und er hat meine trotzdem platt gemacht. Jetzt kommen hier halt die drei Overlords auf einmal. Er gewinnt, glaube ich, trotzdem, ja. Jetzt bin ich geschockt. Und boom. Alles ist platt. Oder auch nicht. Sehr schön. Melting Point. Ja, genau das brauche ich. Sandworm wäre natürlich auch gut gewesen. So. Ich hole noch einen. Für den anderen Fortress. Ich hole elektromagnetisches Ding gegen die Schilde. Dann hole ich mir mehr Geld. Und noch ein Overlord. Und jetzt komme ich von der anderen Seite mit allen. So.
Okay. Den kostenlosen kann ich leider nicht upgraden. Und ich glaube, ich komme mit denen schon näher ran, dass sie mehr zeitgleich ankommen. Gehe ich voll auf die Seite? Nee. Komm, hier noch ein. 150 habe ich noch. Hier ein Schild für den Melting Point. Oh, ich hätte auch Angriff für alle holen können oder so. Hier, 50 rein und schauen wir mal. Okay, er hat jetzt hier ein Melting Point hingemacht. Interessant. Oh, der Sniper frühstückt den Starken weg. Nein. Ich hätte noch irgendwas von dran machen sollen, ein paar Crawler oder so. Aber die Melting Points sind, glaube ich, ganz gut platziert. Boom. Ja, das sieht sehr, sehr viel besser aus dieses Mal. Ich glaube, ich brauche jetzt noch mehr Kleinkram, der halt alles ablenkt. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich die Overlords platziere. Und die Melting Points sind halt einfach stark, ne? Da muss ich aufpassen. Aber mit den Overlords kann man echt oft ein gutes Comeback bringen, gerade mit dem Jump Drive, wenn man die dann versetzt und die Leute rechnen nicht damit. Ja, ich glaube, ich mache den hier. Was hat denn der an Leben? 16.000, 92.000. Kann ich doch mal upgraden. Starke Rüstung drauf machen. Dann den kann ich. Nee. Ach, der hier ist für free. Ach, Mann. Naja. Ich hole ein paar Crawler, die ich hier vorne dran packen kann. Ist zwar dumm, weil jetzt sind sie eigentlich schon da, die Dinger. Aber naja. So, hier noch ein Overlord. Dann das hier auf Stufe 2. Mehr Geld, mehr Typen zum Setzen. Hier noch ein. Ich hätte eigentlich gern noch mehr Leute zum Rumlaufen. So, Angriff für alle. Ein Upgrade. Hier kann ich mir nichts mehr leisten. Nee. Verteidigung. Ja. Let's go. Schauen wir mal, was das jetzt wird. Oh ja, hat hier kein Melting Point geholt, aber Sniper. Genau dafür sind die Crawler gut. Und dass halt direkt die Wespen rauskommen beim Mutterschiff. Das bräuchte ich eigentlich noch bei den Wespen den Schild. Das habe ich vergessen. Aber es sieht ganz gut aus. Seine Basis Nummer 1 ist schon down. Bei uns ist keine Bedrohung zu sehen. Melting Point Stufe 4 mit 80% mehr HP ist halt krass. 241.000 Leben. Was hat er? Er hat noch auf Stufe 3. Hat dafür aber hier, dass der heilt. Der wäre bei dem hier natürlich sehr stark. Schauen wir mal, ob es dann schon vorbei ist. Ich glaube nicht, oder? Ah, doch. Ein weiterer Sieg. Also im Moment läuft es richtig gut. 3 Siege in Folge. Aber der war auch noch nicht. Okay. Der hatte noch kein Rating. Das heißt, der ist noch ganz neu in den ersten 10 Spielen wahrscheinlich. Ja, gut. Heißt jetzt nicht so viel, denke ich mal. Aber war trotzdem ein cooles Spiel. Ups. Fast vergessen. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.